Menschen in Europa 2008. Gipfeltreffen hochkarätiger Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Kunst. Sie gestalten Europas Politik von heute wie kaum jemand anderes. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kommissionspräsident José Manuel Barroso kamen zum Auftakt der Reihe ins Passauer Medienzentrum. Anlass war die Verleihung des Menschen in Europa Awards an die Bundeskanzlerin. Laudator José Manuel Barroso würdigte die Preisträgerin. Denn die Menschen sehen in dir nicht nur eine erfolgreiche Bundeskanzlerin Deutschlands, sie sehen in dir eine Europäerin. Deine Vita steht exemplarisch für das vereinte Europa, für die Aussöhnung ganz Europas. Locker und schlagfertig zeigte sich Angela Merkel bei der Podiumsdiskussion, moderiert von Hans-Ulrich Jörges. Sie sind ja nicht nur die mächtigste Frau der Welt, sondern nach meinem Eindruck auch die einzige Frau in der Macht, die ein komplettes, perfektes Gefühl für Männer haben, die sich für mächtig halten. Wer? Wer von den beiden? Da kennen Sie aber wenig Frauen, scheint mir. Wenig Frauen an der Macht. Eine große Ehre und eine Premiere bei Menschen in Europa war der Besuch Ihrer Majestät Silvia, Königin von Schweden. Sie war das erste gekrönte Haupt im Medienzentrum. In einem bewegenden Festvortrag betonte Königin Silvia, wie wichtig es ist, sich für benachteiligte Kinder zu engagieren. Kinder, die man nicht liebt, werden zu Erwachsenen, die nicht lieben. Ihre Majestät wurde herzlich verabschiedet von der kleinen Lucia und dem dreijährigen Felix. Mit Tanz, Artistik und farbenprächtigem indischem Flair wurden die 350 Gäste der Gala-Soiree 2008 ins Reich des Maharajas entführt. Initiatorin Angelika Diekmann war es gelungen, das legendäre Luxushotel Taj Mahal Palace & Tower nach Passau ins Europazelt zu holen. Gäste aus Adel, Politik, Kultur und Wirtschaft ließen sich vom indischen Starkoch Hemant Oberoi mit einem 8-Gänge-Menü verwöhnen. Neben den kulinarischen Genüssen stand mit der Benefiz-Tombola der gute Zweck im Mittelpunkt der Gala. Die Erlöse des Abends gingen an die Princess Inara Foundation ihrer Hoheit der Begum Aga Khan, die mit Mikrokrediten Frauen in Südindien unterstützt. Der Vortrag von ihrer Hoheit Begum Aga Khan war so informativ und so auch berührend. Ich glaube, dass das alle überzeugt hat und ich denke mal über 20.000 Euro allein durch den Tombola-Verkauf und Spenden ist einfach wunderbar für so einen Abend. Mit 250 Skulpturen, Gemälden und Grafiken an drei Ausstellungsorten präsentierte der berühmteste deutsche Maler und Bildhauer unserer Zeit im Rahmen von Menschen in Europa die bisher größte Lüpertz-Ausstellung Bayerns. Zur Eröffnung kam der Künstler und Malerfürst Markus Lüpertz selbst und diskutierte kontrovers mit dem FDP-Politiker und Kunstsammler Guido Westerwelle, für den die Beschäftigung mit der Kunst nicht nur eine Leidenschaft ist, sondern eine Art seelische und geistige Ergänzung. Europa und die USA, diese transatlantische Beziehung hat er besonders mitgeprägt. Helmut Schmidt. Mit fast 90 Jahren zeigte er sich in Passau im Gespräch mit TV-Journalist Wolf von Lujewski als Weltpolitiker. Er bleibt seinen Ansichten treu. Die Aufrechterhaltung des Sozialstaats, für die würde ich auf die Barrikaden gehen. Und dazu ist notwendig, dass wir vieles ändern müssen. Fordert trotz Finanzkrise Zuversicht und Optimismus. Was ich mir wünschen würde, dass wir alle dazu beitragen, dass wir mit etwas mehr Zuversicht die eigene Zukunft betrachten. Und etwas weniger ist. Wie sie ihr Unternehmen in der Globalisierung ausrichten, verrieten drei große Unternehmenschefs. Lufthansa-Vorstand Wolfgang Mayrhuber, Hubertine Underberg-Ruder und Toni Megle. Dabei machten sie humorvoll und tiefsinnig auf das Image der Manager aufmerksam. Wenn wir uns nur halb so viel zutrauen würden selber, was uns andere glauben, dass wir es heute schon machen, dann wären wir eh nicht schlagbar. Ist Moral in unserer Gesellschaft ein Fremdwort? Die Diskussion zwischen Erzbischof Reinhard Marx und Unternehmensvertreter Randolf Rodenstock war der letzte Höhepunkt einer hochkarätigen Reihe.
Marx verwies darauf, dass Christentum und Moral Hand in Hand gehen. Was das Christentum gebracht hat, ist die neue Dynamik in diese Richtung hinein, das Beispiel, das Jesus gegeben hat. Also, dass diese Moral auch wirklich zu einem Lebensmotiv geworden ist. Es wäre eigentlich gut, wenn man danach vorgeht, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist eigentlich eine richtige Perspektive.